Moin Moin, hier sind wieder Orca Evergreen und Major of Death. Major of Death, genau. Aha. Diesmal mache ich es gleich. Ich habe gerade ein bisschen Hals. Ich versuche jetzt seit 4 Aufnahmen, glaube ich, euch den schwersten Schwierigkeitsgrad von Mobsport vorzuspielen, das ich ja schon mal gemacht habe. Einfach mal in die Playlist schauen. Werde ich auch als Videoantwort posten, glaube ich. Aber ich kriege diesen Spaß von Gegnern einfach nicht tot. Jetzt gerade habe ich ihn natürlich ordentlich auf die Fresse gegeben. Haha, der war auch cool. Wenn du nach vorne läufst, ne? So, jetzt habe ich die Leiste wieder, so wie ich sie haben will. Ja, er hat erstmal den Mob zerschlagen. Das war jetzt bitter, aber gut, egal. Ich mal nochmal gedrückt. 4-1 für mich, Dominik. Wow. Und weißt du, wo er jetzt steht? Nicht mehr vorne. Ah, ist das gut oder schlecht? Das ist gut für mich. Dann ist doch gut. Weil so, je weiter der Kerl vorne steht, desto verflucht nochmal schwieriger wird es letztendlich für mich. Was ein Ballwechsel, was ein Ballwechsel. Ich meine, Goblinwechsel oder was auch immer das da ist. Ja, und ich gewinne ihn 6-2 für mich. Das war eigentlich auf der Linie, aber okay. Butz. Er geht nicht nach vorne. Park, Park. Und er zerschlägt wieder den Mob. 8-3 für mich. Rage Mode. No Mobs Land Fail. Ah, durchgebounced und noch 9. Da habe ich mir gerade noch so den Arsch gerettet. Ah, Gott, ey. Nein, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Gut. Komm jetzt. Schön. 10-6. Ich könnte es schaffen. Ah. Ja. Durchgebounced. 11-7. Komm jetzt. 12-7, ein Punkt noch, Leute. Ich könnte es jetzt schaffen. Du schaffst es nicht. Nö. Das war jetzt, glaube ich, mein Sieg Nummer 9 oder so insgesamt. Da wisst ihr, wie oft ich das Spiel schon gezockt habe, weil ich jetzt gerade 5-mal gefailt habe. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Halte mich jetzt nicht für hobbylos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Orca Evergreen sagt wieder auf Wiedersehen. Ciao. Und ihr.